Hallo zusammen und willkommen zurück zur Kryptografie. So, heute widmen wir uns, wie wir den Key aufplustern können. Letztes Mal haben wir die Nachrichten aufgeplustert. Warum sollte man die Nachrichten aufplustern wollen? Damit sie dieselbe Länge haben. Wie plustern wir jetzt den Key auf? Warum wir den Key aufplustern wollen, ist ja wohl irgendwie logisch, damit wir uns nicht so viel übertragen müssen an Schlüsseln. Denn das Ganze wird auf die Dauer sehr ineffizient und ja, beim One-Time-Pad haben wir zudem noch das Problem, dass der Key nur einmal verwendbar ist. Das wollen wir natürlich auch umgehen. Und zwar brauchen wir dazu ein neues Konzept. Das ganze Ding nennt sich, ich mache das hier gerade mal weg, Zufallsgeneratoren bzw. Pseudo-Zufallsgeneratoren. So, und da schreibt mir mal wieder irgendjemand irgendwas. Wobei das eigentlich nicht mal mein Klingelton war. Okay, Handy, alles gut. So, Pseudo-Zufallsgeneratoren sind eine coole Sache. Und ja, mit denen können wir aus ein ganz klein bisschen Zufall ganz viel Zufall machen. Das heißt, wir können zum Beispiel sagen, Pseudo-Zufallsgeneratoren werden oftmals mit PRF abgekürzt oder PRG, Pseudo-Random Generator, Pseudo-Zufallsgenerator auf Englisch. Und ja, wir nennen ihn jetzt einfach mal F. Und dieser Pseudo-Zufallsgenerator F, für F für Funktion, der wird dargestellt F von FS. F von S, so rum. Das ist eine Funktion, die nimmt einen Parameter S, der nennt sich S, weil Seed mit S abgekürzt wird und Seed ist dann der wirkliche Zufall, also der echte Zufall. Da gibt es Leute, die berechnen zufällige Zahlen mit irgendwelchen Sachen wie kosmischer Strahlung und so weiter. Also da kann man wirklich alles einfließen, das ist total verrückt, was da alles geht. Aber ja, wir wollen jetzt einfach nur hier aus dem bisschen Zufall hier, sagen wir mal, S hat Stellung N. Also, ich schreibe es gerade mal kurz hin. Der Betrag von S ist N. Das bedeutet so viel wie, S hat N Stellen in Bit jetzt gerechnet. Also, ihr wisst ja, wir können jede Zahl als Bitzahl darstellen. Macht man ja auch im Computer so. Und die Anzahl an Stellen, die jetzt S hat, sind N. Also, wir haben N Stellen da drin. Einfach mal n als Zahl festgelegt, da könnt ihr euch dann vorstellen, sowas wie vielleicht 100 oder sowas. 100 ist schon relativ viel, aber ja, ein bisschen Zufall halt. Okay, und die Ausgabe von f von s, die wäre dann wiederum tatsächlich größer. Also wir haben sowas wie, neue Schriftdingens hier, der Betrag von f von s ist dann l von n, wobei, ups, das soll ein l sein hier. Kein Betragsstrich, wobei L von N echt größer als N ist. Damit, das bedeutet im Prinzip nichts anderes. Die Ausgabe von der Funktion F von S, also der Zufall oder der Pseudo-Zufall, der da am Ende rauskommt, der ist echt mehr. Also wir haben echt mehr Stellen. Sonst macht es überhaupt keinen Sinn, sonst können wir ja gleich den Zufall S hier nehmen. Als eben der Zufall S an Stellen hat. Also wir haben am Ende mehr Zufall als davor. Deswegen Pseudo-Zufallsgenerator. Wir machen aus ein bisschen Zufall einfach mehr Zufall. Mehr steht hier nicht. Okay. So, und ja, was muss man jetzt hier beachten? Also S muss auf jeden Fall immer noch groß genug sein. Ihr erinnert euch noch an diese Brute-Force-Angriffe, die ich euch vorgestellt habe. Brute-Force-Angriffe kann man immer noch durchführen. Und es ist auch nicht irgendwie gesagt, dass man F von S nicht öffentlich machen darf. Also ich darf auch meinem Angreifer F von S dann schicken, beziehungsweise S darf ich ihm nicht schicken, aber ich darf ihm F schicken. Und der Angreifer darf dann alle möglichen Werte ausprobieren in F und er darf damit machen, was er möchte. Es kann natürlich gut sein, dass er dann irgendwann mal den Schlüssel rauskriegt. Und dazu braucht er aber möglichst lange Zeit und deswegen muss die Eingabe S immer noch eine gewisse Länge haben, also immer noch lang genug sein, damit nicht einfach stumpfes Durchprobieren, bis man den Schlüssel hat, möglich ist. Also N darf nicht zu klein sein, sondern N ist immer noch unser Sicherheitsparameter, also er darf nicht klein sein, so dass man halt eben kein Brute Force machen kann. Gut, so und was machen wir jetzt mit diesem Pseudo-Zufallsgenerator? Naja, wir generieren einfach Zufall damit. Das ist genau das, was man eben sagt, aber wir machen noch eine kleine Verbesserung an diesem Pseudo-Zufallsgenerator. Wir sagen, man muss dazu auch noch einen Schlüssel K angeben, also K. Und dieser K-Schlüssel, der ist quasi wie euer Key, den ihr bisher immer benutzt habt, also sowas wie ein Passwort oder sowas. Und das macht diese Funktion hier, dieses F,
nochmal ein bisschen anders, weil dieses K wird auch nicht öffentlich gemacht. Sprich, die Eingabe muss zweimal was berechnen. Also wenn man Brute Force laufen lassen möchte, muss man jetzt K Brute Forcen und S Brute Forcen. Das heißt, wir haben da quasi die Sicherheit verdoppelt, aber für uns ist dieses K nicht zufällig. Das heißt, wir können da sowas reinstopfen wie Passwort oder Alligator 5, wenn ihr Simpsons geguckt habt, kann man da alles reinstopfen. Und ja, das ist nicht zufällig, das kann man sich super merken. Während dieses S hier, das muss komplett zufällig sein. Okay, so, wie läuft jetzt der Algorithmus hier? Ich mache den Kram hier unten gerade mal wieder weg, den brauchen wir nämlich nicht mehr. Wie läuft der Algorithmus, wenn wir jetzt irgendwie diesen Pseudo-Zufallsgenerator anschmeißen? Naja, nicht anders. Wir sagen einfach, Gen liefert uns immer noch den Schlüssel. Ups, andersrum, so rum. Gen liefert uns den Schlüssel K. Ich schreibe es einfach mal komplett aus, Key K. Und der hat immer noch dieselbe Länge, also mit Betrag K. Das bedeutet immer noch die Anzahl an Stellen in K. Die ist gleich N. So, dann haben wir den Enk-Algorithmus, den Verschlüsselungsalgorithmus. Enk ist gleich, also Enk braucht natürlich so einen Schlüssel K und eine Nachricht M. Die Nachricht M, ich schreibe das jetzt mal ein bisschen informell hier hin, brauchen wir eh nicht so genau, mit Betrag M, also die Anzahl an Stellen in M ist L von N. Damit wir sozusagen eine Vielzahl an Stellen haben können. Das heißt, wir können jetzt nicht nur N-Bit verschlüsseln, sondern wir können L von N-Bit verschlüsseln. Und das ist ein wahnsinniger Vorteil. Stellt euch einfach mal vor, L von N ist das Hundertfache oder das Tausendfache von N. Sowas kann man sich da vorstellen. Das heißt, man kann einfach tausendmal so lange Nachrichten verschlüsseln mit einem einzigen Schlüssel. Das ist wahnsinnig cool. Genau. So, und was wir jetzt machen ist, wir stopfen, wir stopfen K in unser Pseudo-Random-Generator rein, wobei das jetzt ein anderer K als dieses S hier oben ist, das sollte ich vielleicht umbenennen. Nennen wir den K hier oben jetzt mal S, damit man es auch unterscheiden kann. Und dieses K hier, das muss man sich halt irgendwie merken oder sowas, das ist auf jeden Fall was Eigenes, also das ist was anderes, nicht dieser Key, der bei Generate rauskommt. Mit Betrag S dann hier. So, Entschuldigung. Gut, und was wir jetzt hier machen ist, wir stopfen diesen Schlüssel S. Na, jetzt macht es sogar Sinn, Schlüssel S. Ha, voll gut. Okay, wir stopfen den in eine Pseudo-Zufallsfunktion F von KS. Das K hier ist jetzt euer Passwort sozusagen. Und das ist euer Seed, also euer echter Zufall, den wir aus Gen bekommen. Und den XORen wir jetzt auf die Nachricht drauf. Also XOR M. Schreiben wir hier gerade noch kurz einen Return davor. Das bedeutet, Enk liefert uns F von KS XOR M. Und das Tolle ist, F von KS liefert uns jetzt zum Beispiel das 100- bzw. 1000-fache an Stellen wie dieses M. Und ja, das ist wahnsinnig gut, weil wir so viel, viel größere Nachrichten verschlüsseln können. Allerdings haben wir jetzt natürlich einfach angenommen, dass es solche Pseudo-Zufallsgeneratoren gibt. Wie gesagt, das ist aktuell sogar noch ein Forschungsgebiet. Man nimmt einfach an, dass es diese Pseudo-Zufallsgeneratoren gibt. Es gibt solche Dinge, aber die sind minimal unterscheidbar von echten Zufallsgeneratoren. Zum Beispiel der von Java, das ist auch ein Pseudo-Zufallsgenerator. Wenn ihr da random eingebt oder sowas, dann habt ihr keinen echten Zufall in der Hand, das würde viel zu lange dauern, sondern ihr habt so einen Pseudo-Zufall in der Hand, der zum Beispiel die Zeit in eurem Rechner mitberechnet, dann nimmt er vielleicht noch ja so ein paar Sachen halt und dann plusert er das bisschen Zufall, was er hat, auf, damit ihr genug von diesem Zufall habt am Ende. Okay, so funktioniert das Ganze dann. Entschlüsseln ist wie immer dasselbe. Wir berechnen immer noch F von KS. Wir bekommen ja dieses K auch wieder, dieses S auch wieder rein. Wir berechnen F von KS und XORen das dann auf das Chiffrat drauf und dann haben wir wieder die Originalnachricht zur Verfügung. Weil F von KS, das ist ja öffentlich, das können wir berechnen, abgesehen von unserem Schlüssel S. Der ist geheim und den kriegen wir ja über die DEC-Funktion mit. Also da ändert sich im Prinzip nichts dran. Gut.
Und in der Theorie sagen wir jetzt einfach, dass unser Pseudo-Zufall, der hier rauskommt, ist gleich R', der ist ununterscheidbar von echtem Zufall der Länge L von N, also komplett zufällig sieht der aus für jemanden, der gerade nicht zuguckt. Das ist jetzt so eine Angewohnheit, die, oder ja, wir müssen uns einfach darauf verlassen, dass es sowas gibt, aber wir können es nicht sicher sagen. Okay, so viel war es das für heute und ja, ich hoffe, ihr habt es verstanden und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.